Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge PC Building Simulator. Und ja, ich würde sagen, was macht man am Anfang eines harten Arbeitstages? Man schaltet den PC ein. Das machen wir hier einfach mal schnell und dann fährt die Kiste auch schon hoch. Was haben wir überhaupt verbaut in unserem PC? Ein Pentium G 4400, also 2 GB RAM, ein billiges Netzteil und ja, ein billigen Kühler. PC ist hochgefahren. Ich würde mal sagen, wir schauen als erstes unsere E-Mails durch. Gut, wir haben keine E-Mails, also müssen wir den Tag beenden, was wir gestern wahrscheinlich vergessen haben. Wohl. Also einmal Tag beenden hier und dann geht's auch schon los. Zur Arbeit. Mal schauen, was wir heute in unserem E-Mail-Postfach finden. Und ja, hier kann man später auch die ganzen Dinger freischalten, die ganzen Arbeitsplätze, Schränke, also einen coolen Zeugs. Hilfe schnell, Viren beseitigen. Nehmen wir doch gleich mal an. Aufrüstung des PCs meiner Tochter. Auf 16 GB RAM aufrüsten. 2 GB sind verbaut, also hauen wir die 2 GB einfach rein und 2x8 hauen wir rein. Das machen wir natürlich auch. Überhitzter PC und da sollen wir den Luftkühler ersetzen. So, der Luftkühler ist hier einmal der Morsch Thermal 100, ja. Dann gehen wir hier auf den Shop, was ich. Und gehen wir erstmal hier bei Prozessorkühlung. Holen wir uns den günstigsten einmal in den Warenkorb und natürlich noch RAM. Ich bin schlau, hab vergessen, dass wir RAM bestellen wollen. Nehmen wir hier mal 2 Stück von. Dann haben wir das ganze Zeug, wird morgen geliefert, astrein, los geht's, Tag beendet. Und bis morgen. Guten Morgen, auf Arbeit. Ist doch schön, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht. Rüsten wir einfach mal den RAM auf. Den RAM. Natürlich wieder Gehäuse aufschrauben mit 4 Schrauben. Ich hasse Gehäuse mit 4 Schrauben, weil das dauert zu lang. 2 Schrauben sind viel besser. Und hinterm Mikrofon muss ich jetzt erstmal immer wieder das Ganze finden. So, dann haben wir hier 2 GB Stick, den wir natürlich professionell entfernen. Machen hier die Clips auf. Klicken auf Installieren. Und was müssen wir nochmal einbauen? Ja, 2x8 GB von ADATA. Auf 16 GB RAM aufgerüstet. Passt perfekt. Auf die Kabel müssen wir natürlich auch noch anschließen, damit das Ganze auch getestet werden kann, weil sonst ohne Test kein Geld. Derzeit können wir eigentlich schon wieder die Seitenwand draufsetzen, weil es wird funktionieren. Ja, funktioniert astrein, kann man nicht sagen. Top. PC ist fertig. Gleich mal Geld verdient für heute. Und gleich mal $300 verdient. E-Mail können wir dann natürlich verwerfen. Und jetzt gehen wir mal zum überhitzenden PC. Wieder ein sehr sauberer PC, also überhaupt nicht verdreckt oder so. Also wenn mein PC so aussehen würde, wäre hart. Aber ich bin doch ein krasser Reiniger. Ich reinige meinen PC so alle 5 Jahre mal. Nein, ab und zu mal, wenn ich was umbaue oder so. Ich habe jetzt auch im Alternate Outlet für 30 € ein B350 Board von Gigabyte geschossen. Ja, also für 38 €, aber es gab es auch für 30. Aber ich wollte noch die SATA-Kabel, weil ich keine mehr da habe. Ohne SATA-Kabel 30,99, mit zwei SATA-Kabeln 38. Und weil SATA-Kabel sind zwar günstig, aber da war auch noch die ATX-Blende, also die Blende, die war sonst auch nicht dabei. Deswegen habe ich jetzt hier das teurere Board genommen für 38 €. Und da habe ich mir auch noch gleich 8 GB RAM dazu bestellt. Und ich werde mir noch einen Ryzen 3 1200 wahrscheinlich holen, gebraucht oder neu, muss ich noch schauen. Dann teste ich damit. Und warum habe ich Idiot jetzt den Prozessor wieder mal aufgebaut? Nicht labern bei der Arbeit, muss mal konzentriert sein. So, Kühler ist drauf, nicht, aber gut. Ja, das kriegen wir ganze $0 für einen kaputten Kühler. Müssen wir natürlich Lüfter anschließen, sonst bringt das Ganze hier auch nichts. Jetzt müssen wir die ganzen Kabel noch verbinden zum Testen, weil Testen ist wichtig. Und dann läuft das
Ganze. Erstmal einen Schluck trinken. Weiter geht's. Zuschrauben. Perfekt, alles zu. Starten mit P. Hoffen, dass der Kasten das Betriebssystem lädt. Und das macht er. Auf zum nächsten PC. Das Geld fließt nur so in unsere Kassen. Kassiere. $270 verdient und hinterm Scheißmikrofon sehe ich wieder nichts. Viren beseitigen, schnell. Ja, machen wir doch schnellstmöglich. USB-Stick erstmal hinten rein, dass man auch das Virenprogramm installieren kann. Das Antivirenprogramm, kein Virenprogramm. Virenprogramme solltet ihr euch nicht installieren. Antivirenprogramme auch nicht. Bei Windows 10 zumindest reicht der Windows Defender komplett aus, kann ich nur sagen. Braucht man nichts anderes, wenn man Brain-Exe auch noch verwendet. Und einen guten Adblocker. Und Virenscanner installieren. Ja, ist wieder eine HDD. Dauert. Mit einer schönen NVMe-SSD wäre da der Ladebalken nach vorne gerast, aber so leider nicht. Das lädt wieder und das lädt und das lädt und das lädt. Betriebssystem hat geladen. Oh, wieder sportliche 368 infizierte Dateien, passt. Wollen wir nach runterfahren? Ja, können wir machen. Dann ist der Lüfter nicht mehr dreht, perfekt. Und wieder mal $200 verdient. Suche nach einem Upgrade. Auf 8 GB RAM aufgerissen, der hat 4 GB drin, also bestellen wir nochmal 4 GB. Reinigung, passt, können wir machen. Neue Teile verfügbar. Welcher RAM war hier drin? Der Shein mit 2033 MHz. Den packen wir doch da auch rein. Wenn wir ihn finden. Lieferung morgen. Passt. Dann war es das für heute. Und wir können Feierabend machen. Feierabend ist die beste Zeit am Tag. Tag beenden. Zur Arbeit, guten Morgen, alle meine Mitarbeiter, die nicht vorhanden sind. Upgrade, fangen wir damit an. 4 GB RAM reinballern, dass der schön 8 GB RAM hat. Was hat er eigentlich sonst noch verbaut? 1050 mit 2 GB und einen richtigen fetten Kühler für eine 1050 eigentlich, also sieht solid aus. 170 Board, also irgendein. Wahrscheinlich i3, i5, sowas rum. Klammern muss man natürlich aufmachen. Und RAM rein. Kabel verbinden, weil sonst geht wieder mal nichts. Wir werden immer besser, Leute. Wir werden immer besser. Machen bald hardwarerad.de Konkurrenz. Keine Werbung, nur Namennennung oder wie auch immer man das nennt. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich hoffe, ich werde nicht verklagt. Strom. Power on. Derzeit kann ich mir wieder einen Schluck Wasser gönnen. Ah, da sind Katzen. Kann man das ab? Keine Berechtigung. Ah, der zockt Flight Simulator in Battlefield 1 mit 8 GB RAM ist das echt nice. Mit 4 GB RAM war es echt nice. Da kann man verstehen, dass man 8 GB haben will. Natürlich immer erst das Geld einsacken. Kassieren. $174 verdient. Passt. Die ganzen können wir auch verwerfen, die Mails. Wir wollen ja hier die Übersicht behalten. Hier gehen wir zum PC. Was ein Sauhaufen. Und alles wieder schön abschrauben. Schön Pressluft nehmen und das ganze Ding sauber machen. Ja. Die Arbeit in einem PC-Shop ist eigentlich echt entspannt. Also, mir macht das Spaß. Gut, das ist ein bisschen, wie bei allen Simulatoren, eigentlich ein bisschen strange, dass man spielt, wie man arbeitet. Aber
Es macht einfach Spaß, es ist ein spannendes Spiel. Ich habe es für 15 Euro im Summer Sale gekauft. Und ja, deswegen zocke ich es jetzt hier. Staubreinigung per. Muss er erst anlaufen oder warum steht Staubreinigung noch nicht fertig? Haben wir. Ah, verdammter. Seht ihr das, Leute? Da vorne. Genauer schauen muss man hier schon. Konzentration bei der Arbeit. Jetzt doch alles fertig, ja, perfekt. Seitenwand wieder dran. Kabel anschließen. Testen. Geld kassieren. Fertig. Lady Scheiße, jetzt das Betriebssystem passt perfekt. Was haben wir da? League of Legends, Landwirtschaftssimulator 17, eckiges Universum. Jo, was kann man machen? Landwirtschaftssimulator, cooles Spiel, kann man ab und zu mal zocken. Genauso wie LOL, was ich aber eigentlich beides nicht so aktiv zocke, zumindest nicht mehr. Wir kassieren das ganze Geld, 115 Dollar, und ich bin wieder zu doof, die Schaltfläche zu finden. Schienen Power King oder 600 oder besser installieren, weil der PC abstürzt. Was denn verbaut? R992 6700K bei einem 250 Watt Netzteil. Respekt an den Typen, der dachte, dass das funktioniert. Und Respekt an das Spiel, dass überhaupt die nötigen Anschlüsse vorhanden sind. Das nehmen wir mal an. Die Hauptplatine müssen wir ersetzen. Er weiß, dass es ein Skylake-Sockel ist. Jupp, Respekt an diese Fachkenntnisse. Skylake-Sockel. Mortoni 170 Mech. Fehlende Wärmeleitpaste müssen wir annehmen, weil der Onkel das natürlich vergessen hat. So brauchen wir das Board. Und natürlich ein 600 Watt Netzteil bestellen wir noch. Das Ganze kommt morgen dann an. Und was machen wir jetzt? Wir schalten den PC aus, weil es das schon wieder war von der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein, wenn ich morgen eine Folge hochlade. Weiß ich noch nicht ganz sicher. Bester Uploadplan auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao.